Hallo, Herr Steiner, jetzt hören Sie mich, ja? Ja. Aha. Herr Steiner, hier spricht Ihre Kontoberaterin Safia Frank von Handelsplattform, wo Sie sich heute angemeldet haben. Habe ich recht? Ah ja, schön, ja. Hm. So, jetzt steht hier, leider hast du für diese Transaktion eine ungültige Wallet-Adresse eingegeben. Sagen, dass ja, Sie eine ungültige Person... Ja, wir noch ein bisschen lauter. Scheiße Person, geh weg, Arschloch. Ja, das ist aber sehr nett von Ihnen. Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Schön, dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt. Heute habe ich euch mal wieder eine Trading-Abzocke mitgebracht. Die ist so ähnlich wie die Abzocke von gestern, mit dem kleinen Unterschied, dass ich heute meinen ersten richtigen Ausraster am Telefon hatte. Viel Spaß beim Reinhören. Hallo Herr Steiner, jetzt hören Sie mich, ja? Ja. Aha. Herr Steiner, hier spricht Ihre Kontoberaterin Safia Frank von Handelsplattform, wo Sie sich heute angemeldet haben. Habe ich recht? Ah ja, schön, ja. Hm? Aha, ich bin hier Ihnen weiter zu helfen. Sind Sie schon Trader, Herr Steiner, oder ganz Anfänger? Nee, ich bin Anfänger bis jetzt. Die Anfänger, die noch keine Ahnung von dem Ganzen haben, die haben Sie natürlich am liebsten, weil die lassen sich auch am einfachsten verarschen und haben überhaupt keine Ahnung von dem, was man da tut. Haben Sie auch ein bisschen geforscht, wie läuft der Aktivationsprozess, welche Beträge gibt es überhaupt? Nee, also ich habe mich damit jetzt noch gar nicht auseinandergesetzt. Aha, okay, jetzt erkläre ich ein bisschen, das ist Ihre Entscheidung, mit welchem Summe möchten Sie anfangen. Mhm. Es gibt 250, dann kommt 500, 1000, 2000 und so weiter. Wenn Sie mit 500 anfangen, werden Sie von uns 150 Euro Bonusgeld kriegen. Ja, wenn ich mit 500 Euro anfange, dann werde ich 150 Euro Bonusgeld kriegen. Mhm. Ja, das soll einfach nur ein Lockmittel sein, damit man da auch mehr als 250 Euro einzahlt. Aber in Wirklichkeit bekommt man keinen Bonus, sondern man ist einfach nur sein Geld los. Mehr ist an der ganzen Sache gar nicht dran. Das heißt, Sie werden auf Ihrem Konto insgesamt 640 Euro haben? Und das ist normales Geld, ja? Mhm. Zum Beispiel mit diesem Geld können Sie wöchentlich viel profitieren. Darüber hinaus haben Sie hier Möglichkeit, wöchentlich oder monatlich Profit Auszahlung lassen, ja? Ja. Sie werden auch selbst das entscheiden. Mhm. Herr Steiner, Sie haben Möglichkeit, mit Finanzanalytica und mit automatischer Software zu arbeiten. Also, es ist ein hochentwickeltes System und heutzutage viel erfolgreich. Aber ich empfehle von meiner Seite zuerst mit Finanzanalytica zu arbeiten, denn Sie sind nur Anfänger und können Sie nicht, ja, allein einige Schritte machen. Sie brauchen durch bestimmte Signale arbeiten, nicht wahr? Ja. Aha, deswegen zuerst mit bester Finanzanalytica, dann, wenn Sie schon ein bisschen Master werden und Geld sammeln, ja, probieren wir dann mit Roboter. Hm, okay. Also der Roboter ist schwieriger, als wenn man das selber macht. Ja, genau. Zuerst brauchen Sie also Empfehlungen von Finanzanalytica zu hören, ja? Ja. Und dann mit Roboter. Mhm. Haben Sie Mastercard, Herr Steiner? Welche Kreditkarte benutzen Sie? Ich habe eine Visa-Karte. Visa-Karte. Okay, Herr Steiner. Haben Sie auch WhatsApp unter dieser Nummer? Nun, hier gleich nochmal die nächste Warnung an euch. Gebt niemals eure Handynummer raus für WhatsApp oder irgend so einen Quatsch. Wenn die eure WhatsApp-Nummer haben, dann bekommt ihr ab dem Zeitpunkt höchstwahrscheinlich ständig noch zusätzlich irgendwelchen Spam in WhatsApp oder per SMS zugeschickt. Also Finger weg von WhatsApp. Das nutzt man sowieso nicht für irgendwelche Bankgeschäfte und schon auch nicht für Firmen oder sowas. Allenfalls höchstens für einen Support oder irgendwas, was belanglos ist. Aber definitiv nicht für irgendwelche Bankgeschäfte. Auf keinen Fall. Leider konnte ich nicht den finden. Nein. Mm-mm. Herr Steiner, jetzt um Aktivation durchzuführen, brauchen wir Programm, das heißt AnyDesk. Bitte installieren Sie dieses Programm. Mit diesem Programm werden wir beide Ihr Bildschirm sehen, ja, und ich werde alle richtigen Schritte Ihnen sagen und Transaktionen und auch diesen Aktivationsprozess ganz richtig durchführen. Mhm, okay. Ah, ich warte, runterladen Sie es, AnyDesk. Wo muss ich das runterladen? Installieren. Wo muss ich das runterladen? Ja, das ist Programm, mit wem werde ich Ihr Bildschirm sehen, ja?
und ihr richtige Schritte sagen. Zum Beispiel, hier schreiben Sie bitte das, dort schreiben Sie das und so weiter. Und wo kriege ich das Programm her? Haben Sie Play Store oder App Store? Was ist das? Samsung benutzen Sie, Android oder iOS? Was ist Ihre Handy? Ich habe einen ganz normalen Computer. Aha, Computer, mit Computer super. Gehen Sie Google. Mach ich mal aus. Aha. So. Jetzt muss ich ja noch wieder irgendwas zustimmen, so ein Krempel. Okay. So, jetzt habe ich Google auf, ja? Super. Schreiben Sie bitte Anydesk. Anydesk. Also im Buchstabieren ist er ja wirklich eine Leuchte. Ja. Habe ich, Anydesk, ja. Remote, ja. Jetzt installieren. Jetzt bin ich erstmal auf der Google-Seite. Ja, genau. Gucken Sie dort, wo ist geschrieben, kostenlos Herunterladung. Wenn Sie Ihnen schwerfällt, ich kann dies gleich, also diese Webseite Ihnen schicken, ja? Wo Sie können nur Installierung klicken und dann Schluss. Ja, dann probieren wir das mal so am besten. Ja, genau. Jetzt schicke ich via E-Mail. Warten Sie kurz einen Moment. Also ich verstehe nicht, warum die Betrüger sich das immer wieder selbst schwer machen. Die lenken die Leute auf Google und erwarten dann, dass der Benutzer gleich weiß, dass man auf irgendeiner Webseite ist und was man da auch zu tun hat. Nicht jeder kennt die Programme, die sie benutzen. Und ja, keine Ahnung. Also die verplempern eigentlich selbst die ganze Zeit ihre Zeit. Aber letztendlich ist es auch nicht schwer zu verstehen, warum man sich hier so viel Zeit nimmt. Die Betrüger klauen einfach komplett die ganzen 250 Euro mit der neuen Masche, die wir hier wieder haben. Und dadurch hat man natürlich auch jede Menge Zeit, weil 250 Euro, die verdient kein Callcenter-Mitarbeiter in der Stunde. Und da reicht es, wenn man pro Stunde mindestens ein so ein Opfer dran hat. Und demzufolge rechnet sich das Ganze natürlich auch wieder. Dazu kommt auch noch, dass man im Ausland meistens sowas, also zumindest meines Wissens, nach sowas wie den Mindestlohn gar nicht hat. Das heißt, dass die Betrüger höchstwahrscheinlich sogar noch weniger verdienen werden als den Mindestlohn und allenfalls noch ein bisschen Provisionen dazu bekommen. Dementsprechend wird sich das für die Callcenter extremst lohnen. Also die müssen nicht mal in der Stunde ein Opfer dran haben, was denen Geld gibt. Wahrscheinlich reicht das sogar schon aus, wenn die pro Mitarbeiter eine Abzocke erfolgreich durchgeführt haben. Ah, gehen Sie bitte Posteingang. Ich habe schon geschickt. Also E-Mail aufmachen. Genau. Dann mache ich das mal auf. Aha. Von Account Manager. Ich habe nur dieses Link gestellt, damit schneller läuft, ja? Ja, dauert noch ein bisschen. Mein PC ist schon ganz schön alt. Ach so, mach nichts. So, jetzt muss ich mich erstmal anmelden. So, jetzt bin ich im E-Mail-Postfach drin. Okay. Jetzt habe ich hier eine E-Mail. Irgendwas mit Bitpanda, Aktien und ETFs. Nein, Account Manager, Fossa 4 Frank, bitte. Sehen Sie? Nee, so eine E-Mail habe ich noch nicht. Ich habe unter diese E-Mail geschickt, aber ja, Gerolsteiner 92. Ja? Ja. Ah, ich habe wirklich gesendet, lieber Herr. Bitte aktualisieren Sie nochmal. Ja.
Ganz sicher, aber ich kann auch ein zweites schicken, ne? Ich habe nochmal aktualisiert, ist noch nicht da. Aber manchmal noch dauert es bei mir auch ein bisschen, weil wie gesagt, der Computer ist schon alt. Aha, okay. Dann führen wir ein Gespräch. Okay. Lieber Herr, aus Ihrer Stimme darf ich aus, dass Sie ein ziemlich junger Mann, ja? Naja, was heißt jung? Also 29. 21? Nee, 29. 29? Mhm. Und so junge Stimme? Jo, keine Ahnung. Wahnsinnig. Treiben Sie Sport? Nee, gar nicht. Gar nicht. Oh, das ist eine Überraschung für mich. Liebe Herr, das heißt, Sie sind Rentner. Was, Rentner? Nein. So, und hier haben wir den Moment, wo ich mich frage, hat die jetzt kapiert, dass sie verarscht wird und macht einfach noch ein bisschen mit weiter, weil das Gespräch, das geht ja auch wieder über 50 Minuten und wir sind jetzt im Schnitt bei ungefähr 11 Minuten. Sie hat 29 selbst wiederholt. Vorher hat sie 21 wiederholt, was ja falsch war, und fragt mich dann, ob ich Rentner bin. Keine Ahnung, wie sie jetzt darauf gekommen ist, ob sie die ganze Zeit gecheckt hat, worum es geht. Ich weiß es nicht. Also, Sie sind 91 Jahre alt? Nein, 29. 29. 29. Jetzt habe ich ganz gut verstanden, ja. Aha. So oder so, die hellste Leuchte ist auf keinen Fall. Liebe, haben Sie Hauptarbeit? Arbeiten Sie? Hm? Was sind Sie von beruflich? Ich bin Polizist. Polizist? Hm. Wahnsinnig. Und was möchten Sie mit Ihrem Profit machen, ja? Von der Skrupellosigkeit hier bin ich absolut überrascht. Der Tante ist total egal, dass ich Polizist bin und die macht einfach komplett weiter in ihrem Plan, mich zu betrügen. Die Betrüger sind sich hier wohl sehr, sehr sicher, dass sie einfach im Ausland nicht gefunden werden. Einen anderen Grund kann ich mir dafür nicht vorstellen, warum sie dabei so gelassen und ruhig bleibt. It's trade. Ja, ich dachte, man kann da ein bisschen Geld mit verdienen. Sammeln einfach, ja? Hm. Lieber Herr, möchten Sie wöchentlich oder monatlich Ihr Profit kriegen? Ich denke mal, monatlich reicht. Wobei ich denke, schöner wäre es, wenn man hier auf dieser Webseite überhaupt was verdienen könnte. Aber das wird definitiv einfach nicht der Fall sein. Aha. Wie viel bekommt man denn da so im Monat? Ja, jeden Monat, am bestimmten Zeit können Sie ja Geld auszahlung lassen. Zuerst mit Finanzanalytiker, ja? Wir haben auch das schon besprochen. Bitte nochmal aktualisieren, lieber. Ich habe zweimal schon geschickt. Ja, ich guck nochmal. Nee, ist noch nicht da. Noch nicht da? Mm-mm. Das ist schon Überraschung für mich. Lieber, haben Sie auch andere Karte? Mastercard haben Sie sowieso nicht. Na, eine Visa-Karte. Nur eine Visa-Karte. Ja, genau. Also WhatsApp haben Sie nicht. Ich kann auch dort schreiben. Jetzt oder Jetzt habe ich hier eine neue E-Mail. Nur für kurze Zeit 70 Euro Rabatt. Nein, das ist nicht. Nicht. Hm. Von Account Manager. Safia Frank. Also Thema ist Account Manager. Name Safia Frank. Noch nicht da. Also, nochmal spreche ich gerold.steiner92mdczfan.de. Ja, genau, mit einem Ad dazwischen. Mit zwei C. Nee, mit dem Ad-Zeichen dazwischen. Tja, da ist sie wieder überfordert. Sie hat mir ja meine E-Mail-Adresse ohne Ad-Zeichen vorgelesen und mit dem Hinweis, dass das Ad-Zeichen fehlt, kommt sie wohl irgendwie nicht zurecht.
Ich sehe nur zwei Punkte. Nach Gerold und nach Fun. Na, nach Steiner kommt ja noch ein Ad. So ein Ad-Zeichen. Also hier war ich selbst irgendwie ein bisschen überrascht, dass sie das überhaupt nicht begriffen hat. Nein, hier fällt es. Möchte sie, dass Sie mir ein E-Mail schicken? Kann ich machen, wenn Sie mir sagen, wie das geht. Ja, genau. Jetzt schreiben Sie, wählen Sie eine neue Nachricht schicken und schreiben Sie mir, schreiben Sie dort meine E-Mail-Adresse. Ja, Moment. Brauchen wir wieder ein bisschen? Aha. Dann auf E-Mail schreiben. Ja, eine neue E-Mail. Ja, genau, so. Und, ja, jetzt kann ich... Jetzt Empfänger. Kann, Aha. Schreiben Sie, alles mit klein. Safia. Mit für Familie, ja, wie Familie. Safia, Punkt. Ja. Frank Familie, Gerand Frank, Also Sophia.Frank? Ja. Und dann? Also ein S wie Sigrid. Ja, diese Zeichen, ja, gmail.com zum Beispiel. So. Ja, Dann, Invest Call gemeinsam, ja? Call mit C. Punkt Pro. P-R-O. Da sind wir wieder bei den schönen Buchstabierkünsten aus der ersten Klasse. Das ist meine E-Mail-Adresse. Ja, dann? Dann schreiben Sie bitte Hallo und schicken Sie mir. Jetzt schicken Sie diese Nachricht. So, habe ich geschickt, ja? Haben Sie geschickt. Ich habe auch nichts bekommen. Aber jetzt habe ich wieder eine neue E-Mail. Konnte nicht zugestellt werden, habe ich bestimmt was falsch geschrieben. Ja, vielleicht. Haben Sie auch keine Viber? Eine was? Viber, WhatsApp haben Sie nicht. Viber auch nicht? Nö, was ist das? Auch eine Applikation wie WhatsApp. Nee, sowas nutze ich alles nicht. Hallo? Ja, ich bin da. Okay, ohne Anydesk werden wir machen. Jetzt gehen Sie bitte Google. Ja, Moment. So, Google habe ich auf, ja. Aha, schreiben Sie dort MoonPay. So, dann sind wir wieder bei der Seite MoonPay. Okay. Also nochmal ganz kurz zu MoonPay. MoonPay ist eine Art Geldbörse im Internet. Kann man sich vorstellen wie so ein Wallet-Auflader, also wie euer Portemonnaie. Wenn man Kryptowährung besitzt, braucht man ein sogenanntes Wallet. MoonPay ist mehr oder weniger so eine Art Vermittler dafür, dass man sein Wallet aufladen kann. Also um Euro in Bitcoin oder Ethereum, Helium, was es sonst so alles gibt an Währungen, dass man das umwandelt, das Geld. Das Problem an der Geschichte ist, die Betrügerin, die wird mir jetzt hier ihre Adresse geben, beziehungsweise von dem Unternehmen. Tja, und dann ist das Geld weg, wenn man das da einzahlt. Aber gut, machen wir weiter mit dem Anruf und jetzt könnt ihr euch gleich nochmal über die Buchstabierkünste der netten Tante freuen. Mal gucken, ob ihr selbst damit die Adresse eingeben könntet oder den Namen zumindest. Bei dem, was jetzt kommt. Jetzt diktiere ich M-O-O.
Ja. Neppe wie Papagei. Ja. A, Y. Moonpay. Ach, Moonpay. Genau. So, dann... Ah, Sie sind bei der Seite, ja? Nö, jetzt habe ich bei Google das eingegeben. Ah, jetzt wählen Sie erste. Den ersten Link ganz oben bei der Anzeige. Ja, genau. Moonpay.com. Jetzt bin ich auf Paymax. Nein. Bitte schreiben Sie moonpay.com, ja? Damit Sie auf der richtigen Seite sein. .com. Ja. So bin ich jetzt. Sehen Sie Variante, ja? Wo ist. Ah, sehen Sie sie auf der Moonpay, ja? Diese Webseite. Sehen Sie diese Bitcoin, diese Betrag? Na, hier steht BTC-Bitcoin. Ja, genau. Sehen Sie diese Bitcoin US, ja? 300 ist das geschrieben. Ja. Aha, Sie sehen es. Ah, das ist das gleiche wie 250 Euro, ja? Mit welchem Summe möchten Sie anfangen? Mit 500 oder 250? So, weiß ich nicht, was ist denn da besser? Besser 500. Okay. Damit Sie auch Bonusgeld kriegen, ja? Also ich denke mal, hier ist wieder eins klar. Das Bonusgeld, was man hier bekommt, das bekommt wohl eher sie dafür, dass sie statt 250 500 Euro mir aus den Rippen leiert. Mehr wird's nicht sein. Eine Sekunde, jetzt sehe ich, ob 500 Euro, sie ist in Dollar, ja? Sage ich. Aha, schreiben Sie bitte 600 anstatt diese 300, ja? Es ist das gleiche wie 500 Euro. Ja. Tja, da hat sie großzügig für sich selbst aufgerundet, denn der Kurs ist definitiv nicht 600 Euro für 500 Dollar. Ah, dann gehen Sie weiter, fortfahren, sehen Sie, ja? Ja, mache ich. Aha. So, und jetzt soll ich hier eine Adresse eingeben. Ja, genau. Jetzt, lieber Herr, ich brauche also Wallet von Ihrem Konto Ihnen schicken, ja, damit Sie also dieses Geld auf Ihrem Konto überweisen. Aha. Warten Sie kurz. Lieber Herr, bitte nochmal gehen Sie Posteingang-E-Mail, ja, damit Sie diese Wallet ganz richtig dort kopieren lassen und herstellen. Vielleicht Sie werden ja bekommen, ja? Sie brauchen das Ganze nur kopieren lassen, ja? Und dort stellen. Ja. Aha, jetzt Nachricht. Aktualisieren Sie es. Jetzt habe ich eine E-Mail bekommen, ja? Ah, Foster 4 Frank. Ja, genau, Account Manager. Ja, ich bin da. Sie sehen dort diese Wallet, ja? Alle diese, was ich geschickt habe als Nachricht, kopieren lassen und stellen Sie diese Adresse, ja? Auf Moonpay. Okay, dann kopiere ich das aus der Nachricht und mach das da rein, ja? Das ist deine, aha, ja. So, jetzt steht hier, leider hast du für diese Transaktion eine ungültige Wallet-Adresse eingegeben. Okay, machen Sie keine dieser, also einfach legen Sie dort diese Wallet, ja? Das habe ich ja auf, ja, und da habe ich das reinkopiert aus der E-Mail.
Okay, nochmal lassen. Nochmal kopieren lassen. Hab ich kopiert, ja? Aha, nochmal legen Sie dort. Also da nochmal reinkopieren. Mir steht immer noch, leider hast du für diese Transaktion eine ungültige Wallet-Adresse eingegeben. Liebe Herr, ob haben Sie eine Streiche klicken oder eine Enter gemacht, ja? Bitte sehen Sie damit diese Adresse, Wallet. Ja. Keine dieser Enter haben, ja? Nee, da ist nichts drin, nee. Das schauen Sie, jetzt mache ich auch das Gleiche. Und wenn ich zum Beispiel ein Backspace mache und Enter, es ist wieder zurück, ja? Das klar auf der richtigen Seite. Zum Beispiel, wenn Sie stellen, diese E-Mail-Adresse, machen Sie keine Enter, ja? Nur einen Schritt gehen Sie zurück, ja? Damit diese Adresse ganz richtig auf diesem Streich gewählt wird. Also ich soll zurückgehen? Nicht zurückgehen, sondern schauen Sie. Sie legen zuerst diese Wallet, wenn Sie stellen, auf diesem Streich. Verstehe ich nicht. Wissen Sie, was ist Probel? Lücke, ja? Wenn wir zum Beispiel schreiben, ich, dann werden wir eine Probe machen, schreiben wir, ich bin. Ich habe das ganz normal jetzt kopiert. Ja. Jetzt wissen Sie, was ich meine. Zum Beispiel, wenn wir schreiben, ich bin, das ist getrennt, ja? Ja. Und was wir brauchen, um getrennt zu machen? Dazu gibt es einen Knopf, ja? Da sind wir wieder bei den fehlenden Deutschkenntnissen. Sie versuchten jetzt zu erklären, was das Problem ist. Und dabei müsste sie mir eigentlich nur sagen, dass sie ein Leerzeichen meint. Aber auf dieses Wort kommt sie scheinbar nicht. Ja? Aha, jetzt, wenn Sie diese Wallet dort stellen, ja? Machen Sie keine diese Knock, sondern Gegenteile Knock, ja? Schauen Sie, es ist nur eine, sozusagen, wie sagt man das auf Deutsch? Ich habe total vergessen. Lieber Herr, jetzt stellen Sie Maus vor 3. Vor 3, am Anfang, ja? Wenn Sie stellen auf diesem Wallet. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Jetzt schauen Sie. Haben Sie kopieren lassen, Wallet? Stellen Sie bitte anstatt dieser Adresse, ja? Wo ist geschrieben, das Passwort ungültig. Ja. Jetzt stellen Sie es. Aha. Maus legen Sie vor 3, am Anfang. Ihr Maus vom PC. Vor welche 3? Diese Wallet fängt mit 3. Bei der Adresse, die Sie mir geschickt haben, Da ist ein H als erstes. Ach so, es ist nicht korrekte Adresse, deswegen bekommen Sie, lieber Herr. Nochmal schicke ich diese Adresse. Jetzt verstehe ich, was ist Grund, ja? Also soll ich die E-Mail wegmachen und auf noch eine warten? Genau, haben Sie recht. Okay. Ah ja, jetzt ist noch eine E-Mail gekommen. Warten Sie kurz. Aha, jetzt habe ich ein neues geschickt. Ja, und wieder von Safir Frank. Ja, genau. Es ist wieder eine neue Nachricht da. Genau. Sehen Sie Wallet mit 3PUK? Nee, hier steht HTTPS
Doppelpunkt, Doppelslash und dann anidesk.com und /de. Ach so, lieber Herr. Das ist Anidesk. Ach so, ich dachte, Sie schicken mir die Adresse. Habe. Erinnern Sie sich, das ist, also, so schwer bekommen Sie Nachrichten, ja? Keine Ahnung, aber das ist jetzt angekommen gerade. Sehr langsam, lieber Herr. Zum Beispiel vor 10 Minuten habe ich diese Webseite von Anydesk, wo Sie installieren können, geschickt. Also. Und jetzt bekommen Sie es. Ja, das, dann, ja. Okay, herunterladen Sie Anydesk, lieber, damit ich ganz schnell Ihnen helfen, ja? Gehen Sie mit dieser Webseite und installieren. Also drücke ich da jetzt auf den Link drauf. Genau. Tja, man kann es ja nochmal mit Anydesk probieren. Vielleicht sieht man ja noch ein bisschen, was da so auf dem Computer los ist. Genau. Ah ja, jetzt habe ich hier so eine aprikofarbene Seite. Da steht Remote Desktop Software. Genau. Und sehen Sie auch herunterladen, ja? Genau, jetzt herunterladen. Dann drücke ich da drauf. Super. Dann warten Sie kurz, bis es heruntergeladen wird. Ja, und dann? Ah, wenn Sie es schon, öffnen Sie es auf Ihrem PC. Dann mache ich das auf. Klicke ich mal drauf. Sehen Sie neun Zahlen? Nee, jetzt versucht da was zu installieren. Genau, versuchen Sie es noch. Ja, jetzt kriege ich hier wieder so eine Meldung. Da steht inkompatible Betriebssystemversion. Letzte Version. Also es ist egal, ja? Sechste, was für eine Variante gibt's noch? Weiß ich nicht, hier steht bloß Windows drunter. Okay, laden Sie es herunter. Nochmal? Ja. Dann lade ich das nochmal runter. Aha, jetzt warten Sie, bis es heruntergeladen wird. So, jetzt ist das runtergeladen. Und dann installieren. Super. Genau. Ja, da drücke ich nochmal drauf. Und jetzt steht da wieder, dass das Betriebssystem nicht kompatibel ist. Was sehen Sie dort? Wieder inkompatible Betriebssystemversion. Okay, dann wählen Sie diese Version. Einer dieser Versionen wählen Sie und dann lassen Sie nochmal Installierung. Na, da kann man nur OK drücken und dann geht es wieder zu, das Programm. Sie haben schon es heruntergeladen. Ja, jetzt ja. Finden Sie es als eine Applikation auf Ihrem Handy. Also PC, entschuldigen Sie bitte. Ja, ja, und wenn ich da draufklicke, dann sagt er mir, dass das nicht geht. Warum geht's nicht? Inkompatible Betriebssystemversion. Okay, dann wählen Sie andere Version, ja? Vielleicht diese Version ist nicht fest auf Ihrem PC. Wo muss ich die wählen? Ja. Also zweite Variante wählen Sie. Na, da kann man ja nur OK drücken und dann geht es weg. Und dann war's das. Ach so. Dann brauchen wir ohne Anydesk machen. Gehen Sie nochmal Posteingang. Vielleicht Sie werden nochmal eine Nachricht bekommen, ja? Als Wallet. Nicht Anydesk. Mache ich erstmal die ganzen Fenster jetzt hier zu. Ja, genau. Damit er schneller arbeitet. Können Sie Ihr E-Mail auf Ihrem Handy nicht öffnen? Nee, da habe ich sowas nicht drauf. Ich mache das nur am Computer. Aha, okay. So, jetzt habe ich hier so eine Nachricht bekommen. Da steht, willkommen bei Capixal. Wieder von Safia Frank, bitte, ja? Da ist noch nichts da. Lieber Herr, schauen Sie, in 5 Minuten, ja? Ich hoffe, dass Sie in 5 Minuten werden Sie diese Nachricht bekommen. Pünktlich, ja? Also es ist schon 40. 45 werde ich Sie anrufen, okay? Sie werden diese Wallet bekommen.
Klingt ja fast so, als hätte die Lady Lust auf eine kleine Pause von mir. Aber die versaue ich ihr natürlich und halte sie weiterhin, dass sie nicht auflegt und in 5 Minuten nochmal anrufen kann. Soweit lassen wir es ja nicht kommen. Wir wollen ja am Stück ihre Zeit verplempern. Na, gibt's denn da keinen anderen Weg, wie man das Geld einzahlen kann? Andere Weg. Also ich probiere schon mit 2 anderen Wegen, aber immer wieder nein. Na, also ohne Anydesk, mit Anydesk, ja, beide Varianten passt nicht. Und die MoonPay-Seite, da muss man denn, da handle ich denn, oder wie ist das? Ja, genau, MoonPay, dort, ja, das ist ja schon, schauen Sie, wenn Sie konnten diese Adress-Wallet ganz richtig herstellen, Sie können weitere Schritte mit meiner Hilfe auch ganz richtig durchführen, ja? Aber Sie zuerst brauchen diese Wallet als meine Nachricht bekommen. Jetzt brauchen wir warten, bis sie diese Wallet, es fängt mit 3. Ah ja, jetzt habe ich hier noch so eine Nachricht bekommen. Aha. Ja genau, da ist 3PI, steht da am Anfang. Ja. Machen Sie das Kopieren. Die nette Lady hat wohl gedacht, dass sie jetzt den Volltreffer hat und der Trottel am anderen Ende jetzt endlich seine Kohle überweist. Aber dem ist wohl nicht so. Mal gucken, was noch so passiert. Naja, dann muss ich das Falsche hier wieder rausmachen. Und ja genau, jetzt dann auf fortfahren. Ja, stellen Sie auf diesem Adress-Wallet. Ja. Dann gehen Sie weiter, klicken Sie auf weiter. Hab ich. Schreiben Sie Ihre richtige E-Mail-Adresse. Ja, dann schreibe ich die da mal rein. Ja, habe ich. Ah, jetzt nochmal weitergehen. Und dann? Dann was sehen Sie? Dann soll ich da so einen Code eingeben. Warten Sie kurz, jetzt werde ich sagen, ja? Aha, Sie bekommen, Hallo? Ah, Sie werden auf Ihrem E-Mail einen Code bekommen, ja? Sie brauchen hier erstellen. Aber schauen Sie, Sie brauchen in der richtigen Zeit dort schreiben, ja? So, habt ihr das jetzt mitbekommen? Da scheint jetzt plötzlich jemand im Hintergrund zu sein. Die nette Dame wird auch ein bisschen unruhig. Das könnte vielleicht damit zu tun haben, dass ich gestern schon mal mit der netten Tante telefoniert habe, beziehungsweise mit einer Kollegin von ihr. Beziehungsweise, es war am gleichen Tag, aber den Call, den ihr hört, das ist ja mal einen Tag später. Und da steht bereits schon jemand im Hintergrund, der auch gleich noch in den Vordergrund kommen wird. Wartet ab, es wird noch lustig. Ja. Es ist 6 Zahlen, ja, als ein Code. Also kommt dann wieder per E-Mail. Ja, genau, per E-Mail. 6 Zahlen. Guck ich nochmal im E-Mail. Von MoonPay. Ja, jetzt habe ich hier nochmal so eine andere E-Mail bekommen. Das ist auch irgendwas mit Handeln. Okay, lieber Herr, jetzt suche ich für Sie einen ganz, ganz schneller Weg, ja? Damit Sie nicht zum mehr Mühe geben. Okay. Aha, das heißt, ich werde aus meiner Seite diese Transaktion machen, Sie werden bestätigen, okay? Okay. Aha, liebe, jetzt sagen Sie mir Zahlen von Ihren Visa-Angaben, ich werde es in dem System eingeben, dann werden Sie es bestätigen, okay? Ah ja, okay, dann machen wir das so. Es fängt mit 4, dann kommt... Ja, warten Sie, dann muss ich meine Karte eben mal suchen. So, seit einer kurzen Zeit fällt auf, dass ja jemand im Hintergrund ist und sie auch öfters als sonst ihr Mikrofon stumm stellt.
Jetzt geht es darum, dass ihr wohl jemand erzählt hat, dass was an der ganzen Sache faul ist. Und um jetzt endlich zum Ende zu kommen, geht sie einen ganz besonders kriminellen Weg. Sie meldet mich jetzt einfach bei MoonPay an und möchte meine Daten direkt übers Telefon bekommen, damit sie selbst meine Kreditkartendaten eingeben kann. So kann man sich dann den Umweg, dass ich das selbst machen muss und auch kein Anydesk funktioniert, dann eben sparen. Und das gucken wir mal, wie lange wir das jetzt hier noch anhalten können. Ja, Visa-Kartenangaben, ja? Sagen Sie mir bitte. Ich hole mal schnell meine Karte. Okay. So. Genau, hier ist die Karte, da steht Visa drauf. Okay. Genau, und die fängt auch mit einer 4 an. Genau, 4, dann kommt... Ja, woher wissen Sie denn, dass die mit einer 4 anfängt? Schauen Sie, ich bin Finanzspezialist und ich weiß, dass Visa-Karten fängt mit 4 an, so. Mastercard mit 5 an. Okay, so, dann haben wir die 1, 6, 1, 5, 8, 7, 5, 5, 4, 3, 2, 7, 5, Herr, ja? Es ist ganz, ganz wichtig, dass alle Zahlen ganz richtig werden, ja? Ja. Sagen Sie nochmal, 4, 1, 6, 1. Ja, dann kommen... 5, 8. Genau. Und dann kommt die 7, 5, 5, 4, 3, 2, 7, 5. 7, also 7, 5, 5. Ja. Dann? Dann kommt die 4, 3, 2, 5, 8, 0, 4, 6. 4, 3, 2, okay. 4, 5, 4, 3, 2, 0. Nee, nach der 3 kommt die 2. Ja, 3, 2. Genau, dann kommt die 5. Aha. Und dann die 8, 0, 6. 806. Genau. Ah, jetzt sagen Sie mir Ablaufdatum. Das ist... Zuerst Monat, dann Jahr. Der März. März ist... Tja, so als Betrüger aus dem Ausland kann man schon mal nicht wissen, welcher Monat der März ist. Also zum Beispiel 04 oder sowas. Ja, da steht 032027. Also 0327, ja, als Jahr 27. Ja, genau. Und also Rückseite drei Zahlen, ja, auch. Zum Beispiel 123. Wie ist bei Ihnen? In diesem weißen Feld, wo die Unterschrift ist. Nein, nicht Unterschrift, sondern drei Zahlen auf der Rückseite. Auf der Rückseite, da wo die Unterschrift ist, sind so drei Zahlen drauf gedruckt. Genau, ja. Ja, da steht die 100. 1? 00. 00. Mhm. Okay, jetzt, lieber Herr, ich warte Sie bitte. Ich werde aus meiner Seite es aktivieren, ja, Ihr Angaben geben. Dann werden Sie nur Bestätigung machen. Jetzt warten Sie kurz, ja? Ja, okay. Okay, bleiben Sie in der Leitung. Ich bin auch hier. Liebe Herr, jetzt bitte nur gucken Sie PIN-Code, ja, 6 Zahlen, auf Posteingang, E-Mail. Sie werden es von MoonPay gekriegt. Bitte sehen Sie und sagen Sie mir mündlich. Ja, ist noch nichts gekommen. Noch nichts, okay. Vielleicht Sie werden es bekommen. Ihr Computer arbeitet nicht so lange, ja? Verbindung ist schlecht, deswegen brauchen wir warten. Immer wieder bitte aktualisieren Posteingang und wenn Sie diese 6 Zahlen bekommen, sagen Sie mir, okay? Genau, das mache ich dann. Drück nochmal aktualisieren. So. Ja, jetzt habe ich eine E-Mail bekommen. Hier steht Aktivierung Next Market Zugang. Nein, es ist nicht. Ah, die ist das nicht.
Weil hier steht ja was von Aktivierung. Doch, ich weiß es nicht, aber... Next Market. Nein, das war ich nicht. Nur Safia. Achso, okay. Jetzt habe ich noch eine E-Mail bekommen. Die lädt gerade. Bitte bestätige deine E-Mail-Adresse, dein Bitpanda-Konto. Ist das ja, von Bitpanda. Jetzt bitte aktualisieren Sie Posteingang. Nochmal aktualisieren. Sie werden es von MoonPay bekommen, Bitpanda. Von MoonPay, von ja. Von MoonPay, genau. Ich kriege hier immer so viele E-Mails. Immer wieder aktualisieren Sie, ja, Posteingang. Jetzt haben Sie auch keine Nachricht von MoonPay. Ist noch keine da. Ja, manchmal dauert das ja so ein paar Minuten. Stimme dauert zweimal. Ich höre meine Stimme zweimal. Ist das Lautsprecher? Nö. Ja. Nee, also ich habe bei mir keinen Lautsprecher. Okay. Das ist ja auch noch so ein ganz altes Telefon. Altes Telefon. Bei Ihnen alles ist alt. Richtig, genau. Warum? Sie sind 29 Jahre junger Mann. Ja, aber der ganze Krempel kostet ja nur Geld und das investiere ich lieber gewinnbringend. Aber es ist unmöglich, dass Sie so, so langsam E-Mail kriegen. Kann ich Ihnen auch nicht sagen, warum das so ist. Nochmal aktualisieren. Das kann mir ja in der Zwischenzeit... Ihre Karte ist von Deutsche Bank, ja? Sie meinen die Visa-Karte? Ja. Habe ich jetzt woanders, da muss ich nochmal gucken. Okay, gucken Sie. Ja, genau, ist Deutsche Bank. Ich hack am... Bitte? Lieber Herr, das ist amerikanische, nicht deutsche. Ich prüfe jetzt. Und? Ja, warum? Das ist ja komisch. Komisch, was für eine komisch? Ah ja, jetzt habe ich die E-Mail bekommen von MoonPay. Von? Sie bekommen. Was für eine Zahl bekommen Sie? Hier steht Your MoonPay Login Code. Ja, Login Code. Ja, das ist dann die 279778. Sagen Sie nochmal, 27? Ja, die 27. Dann? 97. Ja. Und die 78. 78? Jetzt warten Sie kurz. Ich hab Zeit. Jetzt prüfen, spreche ich die Zahlen von Ihrem Visa-Card. Bitte prüfen Sie, ja? Oder sagen Sie mir, ich werde es selbst prüfen. Sagen Sie. Ach so, warten Sie. Dann muss ich gleich nochmal zum Schreibtisch zurück. Ich hole mir gerade einen Kaffee. Ach, da muss ich die Karte nochmal. Ah ja, genau. So,
das ist dann die 4-1. Mhm. Dann die 6-1. Mhm. Dann die 5-8. Ja. Dann die 7-5. Aha. Und die 5-4. Ja. Dann die 3-2. 3-2? Mhm, ja. Ja. Dann die 5-8. Ja. Und die 06. Okay. Die andere Karte, denn mit dieser Karte geht es nicht, denn Herkunft ist von Amerika. Das ist ja seltsam. Aber da steht ja drauf, dass sie hier in Deutschland herkommt. Nein, nein. Ich prüfe in dem System und bei mir zeigt, das ist amerikanische. Also ich habe die auch ganz neu, die habe ich erst aus dem Internet bestellt. Okay, dann haben Sie die Frage, haben Sie eine andere Karte? Na, ich könnte noch eine Dong Swang-Karte anbieten. Was anbieten? Eine Dong Swang-Karte. Das ist auch Visa? Nee, das ist eine Dong Swang-Karte. Ja, und wenn ihr auch eine Dong Swang-Karte haben wollt, dann kann ich euch unter dem kleinen i jetzt hier oben rechts den YouTube-Kanal Callcenter Terrorist empfehlen. Der stellt euch die garantiert mal aus. Das ist, Ich verstehe, aber 8. Visa-Card, Mastercard, was für eine Card? Na, nichts von dem. Das, die heißt Dong Swang. Steht da drauf. Das ist auch eine Kreditkarte. Die beginnt mit einer 6. Mit einer 6? Mhm. Das heißt, Sie haben Girokonto, Maestro-Card und Online-Banking. Nee, na, Online-Banking habe ich nicht. Also überweisen kann ich aber auch, also ganz normal. Aber die Karte, die ich jetzt hier noch habe, das ist auch eine Kreditkarte. Die fängt mit einer 6 an. Oh, 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 da wird's schon wieder verdächtig, still im Hintergrund. Und jemand hat sein Mikrofon ausgemacht. Hallo? Lieber Herr, ich habe eine Nachricht von meiner technischen Abteilung bekommen. Mhm. Und man hat mir gesagt, dass es ein Betrüger und sie möchten einfach Daten, irgendwelche unrichtige Daten eingeben und sozusagen sich komisch verhalten. Also Sie sprechen gerade von sich selbst. So, jetzt wird's gleich nochmal richtig interessant und geht gleich auch ein bisschen zur Sache in der Leitung. Aber nicht von mir. Also, ich war anständig. Warten Sie kurz. Guten Tag. Ja, hallo. Sprich mit Herr Steiner. Ja, genau. Okay, also ich rufe Ihnen von technischer Abteilung, ja? Mhm. Okay, also ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Also Sie können nicht denken, wie viel habe ich Informationen über Sie, ja? Mhm. Ich weiß auf jeden Fall, dass Sie ein Betrüger sind. Also Sie haben mit falschen Unternehmen angerufen und Sie haben falsche Informationen, ja? Wir helfen unseren Kunden, ja, dass sie können mit uns richtiger Geld verdienen. Sie glauben aber doch nicht, dass ich Ihnen mein Geld hinterherwerfe. Ich habe nicht so viel Zeit mit Ihnen überhaupt. Na, Sie scheinen ja genug Zeit zu haben. Ich möchte nur Ihnen sagen, dass ja, Sie eine schreien Sie noch ein bisschen lauter. Scheiße Person, geh weg, Arschloch. Ja, das ist so. Aber sehr nett von Ihnen. Haben Sie sonst den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als die Menschen zu betrügen? Eieiei, der war angepisst. Naja, wäre ich auch, wenn man mir 50 Minuten einfach so an Zeit klaut und ich noch was anderes mit der Zeit anstellen könnte. Zum Beispiel Menschen abzocken und betrügen. Naja, eingestanden hat das sicher nicht. Und wie sagt man so schön, getroffene Hunde bellen und werden dabei immer lauter. Aber von solchen Firmen ist ja auch nichts anderes zu erwarten. Ich hoffe, euch hat das neue Video wieder gefallen. Wenn ja, dann kennt ihr das Spielchen ja schon. Lasst ein Däumchen da, wer ein Träumchen.
Und ansonsten, ein Abo ist natürlich auch nie verkehrt, dann verpasst ihr auch keine neuen Videos mehr von mir. Bis morgen und wir hören uns dann wieder. Ciao, ciao.